So, wo sind wir stehen geblieben? Warte mal, hier ging es lang und da ging es auch irgendwo runter. Hier, okay, das ist wahrscheinlich eine Abkürzung oder was? Vielleicht kann jemand in Sears Basis was damit anfangen. Tür ist Sie von der geht anderen nicht Seite auf. verschlossen. Okay, hier komme ich also nicht weiter. Da kam ich her, dann muss ich jetzt hier runter. Ach, da ist sie ja schon. Wen haben wir denn da? Hui! Gute Grüß dich! Alter! Ich kümmere mich erstmal um die Fernkämpfer. Oder um den da. Mehr kannst du nicht. Okay, den haben wir. Die kloppen sich dann noch die Brudis. Konzentrier dich! Wow! Erst getroffen. Benutze einen Stim. Ich benutze einen Stim. Ey, die sind echt fies, die Typen. Weich nächstes Mal auf. Okay. Vielen Dank. Maren, kannst du dich darum kümmern? Natürlich. Wir treffen uns auf der anderen Seite. Und was ist da? Ich will mir das nur schnell ansehen. Ich bleibe hier. Nein. Ja. Crazy. Sehr geil. Einfach was Geiles gefunden hier. Bitteum. Mal gucken, was es ist. Mehr Macht, glaube ich, oder? Ah, ein Fähigkeitspunkt. Das habe ich doch gern. Ah, dann komme ich jetzt hier oben raus. Hast du etwas gefunden? Ja, du solltest öfter Umwege machen. Ich habe die gesamte Galaxis bereist. Erinnerst du dich? Wie könnte ich das vergessen? Was macht der denn? Ach so, oh, ich wollte eigentlich drüber springen. Einfach so ein goldenes Gitter an der Decke. Warum stehen hier einfach so Stormtrooper mit Flammenwerfern in der Gegend rum? Was ist das? Und was hast du gefunden? Alte Ruinen. Klar, du benutzt jetzt die Wände. Wirf mir einen Stim zur Kumpel. Also, das ist ganz schön anstrengend hier, das Level. Ach, geil. Ich bekomme kein freies Feld. Jo, wie sie die alle schon platt macht. Sie haben Angst vor dir. Ich weiß. Sie nennen mich den Wüstengeist. Wüstengeist, hä? Imperiale heimzusuchen ist sowas wie ein Hobby von mir. Haha! Mir war doch so, als gäbe es hier irgendwas. Undercut-Frisur, geil. Die nehme ich doch mal. Sollen wir einen anderen Bart noch nehmen? Kurzer Bart. Ja, nice. Und hier geht's noch mal hoch. Vielleicht kann jemand in CS Basis was damit anfangen. Das muss doch an den Nägeln brennen, wenn der da so runterrutscht.
muss eine Ewigkeit gedauert haben, diesen Ort zu bauen. Und jetzt sind die Erbauer fort. Ich bin bei meinen Reisen auf die Überreste vieler Zivilisationen gestoßen. Achso, das ist das Zeichen. Ich dachte, da wäre wieder ein geheimer Weg. Und nun? Ah, hier hoch. Ist es von der Qualität und von der Lautstärke eigentlich gut für euch, lieber Chat? Also, sieht das Bild schön aus? Läuft es flüssig? Ist der Sound gut eingestellt? Findet ihr, alles passt so? Mach dich kampfbereit. Weißt du, wer das war? Ich nicht, aber Seer vielleicht. BD, sieht er aus wie Cal? Oh. Kommt nach oben! Erledigen Sie! Ganz gut! Junge, der wollte mich angreifen. Das war's dann für Sie. Hauptsache, hier ist einfach eine Werkbank, so mitten im, Gestrüpp. Die sehen aus wie Jedi. Alles bestens. Jedi war einst die Heimat von vielen, die deinesgleichen verehrten. Vielleicht waren sie es. Meinesgleichen. Gewöhnliche Plastoide. Das sieht cool aus. Warte mal, das hier war doch eine Werkbank. Warum kann ich eigentlich kein rotes Laserschwert nehmen? Ich hätte gern rotes. Das ist meine Lieblingsfarbe. Materialien. Immer ein pinkes. Also gut. Aber Materialien. Ich sehe die Materialien da gar nicht, die ich gerade eben gefunden habe. Vielleicht muss ich andere Komponenten dafür benutzen. Lass uns die Gewichtsverteilung testen. Ganz komisch. Naja, egal. Haben wir hier noch irgendwas Neues? Neue Komponenten, Schrottplatz. Nee. Materialien. Ah, für den war das. Poliert. So, mit Schwarz finde ich eigentlich cool. Sekundär. Mit so ein bisschen weiß, Akzent. Rot, Zustand. Uralt. Ach du Scheiße. Nee, ich hätte den, glaube ich, makellos einfach. Bereit, deinen neuen Look zu präsentieren, Kumpel? Sehr geil, jetzt hat er Raps Playfarben. Okay, gehen wir hier lang. Jetzt sind wir ja da oben, wo wir gerade eben drauf geklettert sind. Hier geht's noch weiter hoch. Früher bist du gerne geklettert. Es ist nützlich. Wenn das ein Witz war, hoffe ich, dass du abstürzt. Oh. Hi! Wow. Der benutzt es einfach wie so ein... Ach du Scheiße, was ist das für einer? Yo, der hat ihn einfach... runtergezaubert, ey. Wo ist der gelandet? Hier ist bestimmt irgendwas versteckt irgendwo. Warte mal, was ist das denn? Abkürzung, hä? Gute Leistung. Der Sturm kommt näher. Wir bleiben in Seers Basis. Sie liegt versteckt vor dem Imperium im Wüstenhochland. Okay, ich weiß, okay. Ich habe die Abkürzung verstanden. Das ist da, wo wir eben angefangen haben.
Oh Gott. Ein Skrytenbau. Aber wo ist der Skryten? Da kommt etwas. Da ist der Skryten. Gemeinsam vor. Einverstanden. Du wirst dich ergeben. Aua, aua, aua. Da kann ich nicht. Da kann ich nicht weg. Ich hab Glück. Ich konnte nicht mal meinen Stim nehmen. Oh, schade, ich konnte nicht mal meinen Stim nehmen. Ich hol mir noch ein Bierchen. Okay, Leute, weiter geht's. Jetzt geht's mal dem Skryten an den Kragen. Ich guck mal kurz. Ich habe 3 Fertigkeitspunkte. Die kann ich noch schnell ausgeben, weil dann haben wir es immer auch ein bisschen besser gewappnet für den Boy. Vielleicht können wir uns mehr Leben oder sowas nehmen. Kells maximales Leben Halte Kreis, um automatisch Nahkampfangriffen auszuweichen. Klingt eigentlich auch ganz gut. Das würde ich gerne mal testen. Achso, nee, das ist wack. Beim ersten Mal zurücksetzen ist kostenlos. Jedi-Konzentration, was bringt das? Kells maximale Macht erhöht sich. Kostet nur 1 Punkt. Was ist das hier? Telekinese. Drücke L2 und R2, um nahe Gruppen von Gegnern heranzuziehen. Ja, was soll's. Wir können es irgendwann mal zurücksetzen, aber ich lasse es jetzt erstmal so. Ich weiß auch nicht, ob ich zufrieden bin, mit 2 Schwertern zu spielen. Und? Was hältst du bisher von Jeddah? Nix. Tödliche Kreaturen, imperiale Truppen. Nicht gerade ein freundlicher Empfang. Es ist ein harter Ort, aber er wächst dir ans Herz. Wie Datumir? Ja. Gegner nähern sich. Gegner nähern sich. Achso, jetzt muss ich nochmal gegen die fighten hier. Okay. Wie könnte sich jemand reinschleichen? Wie in alten Zeiten. Volle Deckung. Dafür wurden wir nicht ausgebildet. Okay, ich muss. Das macht gar keinen Sinn, dass den das bremst, weil das ist einfach nur ein Lichtstrahl. Hilfe! Beschütze mich. Pass auf dich auf! Ich hoffe gar nicht, was der macht. Alter, was ist das für ein krasses Teil? Gegner voraus. Ziel an der Rippen. Greift ihn schnell an. Du hast sie alle aufgeschaltet. Also ich, mit Doppelschwert zu fighten muss ich. Vielleicht muss man auch ein bisschen mehr auf Doppelschwert skillen. So.
doch gar nicht. Ich hab doch geblockt. Yo! Gute Arbeit. Okay, wir haben ihn. Skriton. Übles Vieh gewesen. Hilfst du mir? Muss ich. Also ich weiß nicht, ob die Doppel... Danke. Die Doppelschwerter mir so gefallen. Also hier die finde ich ganz geil. Weil die sehen halt auch cool aus. Eigentlich habe ich dann diese Attacke hier, aber die habe ich noch kein einziges Mal benutzt. Also vielleicht würde ich dann noch irgendwann umskillen. Meinst du wirklich, du kannst eins zähmen? Ein Versuch ist es wert. Eine Oase! Wir sind gerettet! Yay, wir sind gerettet! Jetzt haben wir die Kraft, die Kreuzung zu erreichen. Mögen die Jedi über uns wachen. Bist du müde? Ich sehe mir nur alles an. Ich frage mich, was Spamele fressen. Was frisst? Spamele. Guck, wie er einfach durch Wasser rennt, als wäre es Luft. Der Sturm kommt näher. Wir müssen gehen. Also, in manchen Sachen ist das Game nicht so detailreich, finde ich. Also, wenn man es jetzt mit anderen Spielen vergleicht. Es ist schon cool gemacht oder so, aber... Okay, hier komme ich gar nicht hoch. Hier müsste ich eigentlich hoch. Aber ich muss auf so einem Tier sitzen, oder? Muss ich nicht auf so einem Vieh reiten? Zähmen. Achso. Ei, ei. Brauchst du Hilfe? Danke. Aber ich schaff's auch so. Warum macht die nicht mal in irgendeinem Star Wars Film mit? Das fände ich doch mal cool. Oh, jetzt küssen sie sich gleich. Sweet, die beiden. Erreiche die Spamele. Ist es weit bis zur Basis? Nicht mit unserem neuen Freund. Und jetzt haben wir Zeit, uns auszutauschen. Moment, ich muss erstmal da hoch. Es ist Jahre her. Du hast sicher die gesamte Galaxis gesehen. Beinahe. Wie war's? Großartig. Die sinkende Stadt Kurator. Die Klippen von Persaia. Die Galaxis leidet. Aber es gibt immer noch Schönheit. Begegnungen mit dem Imperium? Ja. Es sind dunkle Zeiten. Ich habe möglichst vielen geholfen. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Geht mir genauso. Wo auch immer ich war, habe ich oft an dich gedacht. Sehr schön. Ganz ruhig. Sie ist zu das düster. Ist der Rückweg. Kann ich da runterfallen? Scheiße. Okay, hier komme ich nicht hoch. Oh, ich komme gar nicht um die Kurve. Ruhig. Kann ich da nicht hochspringen? Irgendwas ist komisch an dem Tier. Hä? Einfach hier drüber.
Das ist ein komisches Tier. Ich habe noch nie so einen Sturm gesehen. Wo ist denn der Sturm? Ach, da. Ach du Scheiße. Wir sollten nicht warten, um es rauszufinden. Ganz meine Meinung. Du bist hier jahrelang aus dem Weg gegangen. Warum besuchst du sie jetzt? Ich brauche ihre Hilfe. Wir suchen etwas, das mit dem Orden zu tun hat. Interessant. Bist du noch wütend, weil wir gegangen sind? Ich habe es nicht kommen sehen, Maren. Dass jeder von uns getrennte Wege geht. Ich verstehe, Cal. Aber wir hatten unsere... Kann ich absteigen? Langsamer jetzt. Warum kann ich hier nicht absteigen mehr? Brava, Spamel. Du Spamel, lass mich doch mal runter. Jetzt hab ich ins Dim reingehauen. Scheiße. Ich komme nicht mehr, ich kann nicht mehr runter. Ist das ein Bug oder ist es so gewollt? Also das Spiel ist nicht bis zum Ende durchdacht irgendwie. Okay, okay. Da komme ich auch nicht hoch. Spamel, Freund, geht das nicht schneller? Brechen wir auf. Jetzt geht's ab. Lauf, der Sturm kommt. Ach du Kacke. Wir müssen uns beeilen. Schneller. Wer ist das denn? Oh, das sind, wie heißen diese AT-80s? Nee, AT-STs. Oh. Wir müssen schneller werden. Das Spamel hat Angst. Es wehrt sich. Langsam, mein... Autsch. Boah, das sieht crazy aus. Maren! 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 Wo sind die hin? Maren! Kannst du mich hören? Ich sehe sie nicht bei dir. Können wir sich hier irgendwo erstmal ein bisschen verkriechen? Cal? Da, da! Hier lang! Maren, wir kommen! Du bist okay! Vorerst! Hier lang! Schnell! Wohin jetzt? Warum müssen wir denn in Bewegung bleiben? Warum suchen wir keinen Unterschlupf, bis der Sturm vorbei ist? Schnell, Cal. Ich meine, so stark sieht der Sturm ja jetzt nicht aus. Okay, doch. Das Ding hat ein bisschen mehr Fläche und war wahrscheinlich schon marode. Alles in Ordnung? Alles bestens. Wir müssen irgendwo Schutz finden. Wo ist das Spamel hingelaufen? Das spielt jetzt keine Rolle. Oh, was sind das? War das Stormtrooper? Es knallt. Cal, hier lang! Ja, bitte sofortige Abholung. Wie lautet meine Koordinaten? Ich kann nicht mal meine Hand sehen. Bitte wiederholen, die Verbindung bricht ab. So ein Arsch. Ach, du Kacke. Ich bin keine Bedrohung. Yo, das ist doch keine Nahkampfwaffe. Ach du Kacke. Hilfe! AT-ST, genau so heißt das Ding. Aua! Autsch, autsch. Nee, gar nichts ist okay. Boah, krass. Ich
Oh, der hat mich zurückgedrückt. Mach die Luke auf. Granate da rein. Geil. Treibstoff hat er eigentlich dabei. Der muss irgendwann mal leer sein. Schön. Doch, ich finde, die sind doch ein gutes Paar. Also ja, vom Optischen. Das ist doch nicht etwa. Das Spamel muss Unterschlupf gefunden haben. Hier lang. Das Spamel hat uns gerettet. Dann verzeihen wir ihm, dass es uns zurückgelassen hat. Ich laufe einfach rückwärts. Habt ihr das gesehen? Das sah ja geil aus. Das ist ein dummer Bug. Guck mal, die lieben sich jetzt heiß und innig in der Höhle. Das sollte für die Nacht reichen. Setz dich. Oh. Was haben du und BD erlebt, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben? Dasselbe wie immer. Das Imperium bekämpfen, aushelfen, wo es geht. Wir konnten nirgendwo lange bleiben. Und, ich glaube, wir sind auf etwas gestoßen. Ein Ort, wo das Imperium uns nicht finden kann. Aber ich müsste den Kampf aufgeben. Und viel mehr als kämpfen kann ich nicht. Cal? Sieh in das Feuer. Es schenkt dir Wärme. Es lässt dich nicht allein. In dunklen, einsamen Nächten, oder? Doch lässt man es außer Acht, werden die Flammen alles auf ihrem Weg verzehren. Bis nur noch Asche übrig bleibt. In kalten Nächten aber, Nächten wie dieser, ist ein wärmendes Feuer perfekt. Und die Gesellschaft ist auch nicht übel, oder? Hab dich vermisst, Maren. Ich dich auch. Wartet ab. Ich konnte nicht bleiben, Cal. Ich musste erst lernen, die Galaxis auf meine Weise zu sehen. Was hast du gefunden? Mich selbst. Im Angesicht aller Wesen und Welten, auf die ich stehe. Datomir bleibt natürlich meine Heimat, aber es kann nicht bestimmen, wer ich bin. Mir war nie klar, warum du gegangen bist. Aber jetzt, wo wir hier sitzen, glaube ich, du hast das Richtige getan. Wie, die sind ja noch angezogen. Jetzt ist sie weg. Tja, Kerl, Chance vertan. Du hast eine Stelle übersehen. Morgen. Das Wetter hat aufgeklärt. Gehen wir. Na gut. Da ging ja jetzt nicht so viel. Hier lang. Die Basis ist nicht mehr weit. Halten wir einen Moment an. Achso, ich habe schon meditiert. Dann brauche ich nicht mehr meditieren. Ich habe schon meine Sims wieder und so. Weißt du, guck mal. Je länger du dich ausruhst, desto länger dauert es, CS-Basis zu erreichen.
Was? Wenn wir nicht konzentriert bleiben, erreichen wir unser Ziel vielleicht nie. Keine Sorge, Cal. Ich werde dich beschützen. Ach, das war eine Antwortmöglichkeit. Sehr cool. Neuer Stim-Container. Steht natürlich auch einfach als random in irgendeiner Sandhöhle rum. Stims kann man immer brauchen. Cool. Jetzt haben wir 6 Stims. Alter, der rückwärtslaufende Boy. Wir haben unseren ersten Sturm zusammen überlebt. Ja, das haben wir. Ich bin froh, dass wir uns wieder getroffen haben. Wie lange bleibst du auf Jeddah? Ich weiß nicht, aber ich freue mich auf Grease. Wie geht es ihm? Nicht schlecht. Er hat eine Kantina eröffnet. Pailun Saloon. Er hat ihn nach seiner Urgroßmutter benannt? Nichts ist für Grease wichtiger als die Familie. Das Game ist so komisch. Was sind das für Movements? Ich will noch mal rückwärts laufen. Wie habe ich denn das gemacht? So, und dann... Ne, warte, ich muss mich quasi so hinstellen. Ne, so. Ich kann mich gar nicht umdrehen. Das Game ist so... Ich kann mich gar nicht umdrehen. Ich kann gar nicht mich umdrehen. Ich kann mich nicht mehr umdrehen. Das ist so ein komisches Spiel. Und jetzt? Hä? Ah, okay, hier. Yo! Was ist hier los? Also die hätten das Game ruhig um ein halbes Jahr verschieben können und hätten nochmal die komischen Bugs und so rausnehmen können und noch ein bisschen mehr, einfach noch ein bisschen mehr bessere Sachen machen. Hallo, mein Freund. Es ist wirklich schön, dich wiederzusehen. Eno Cordova. Meister Cordova. Welch eine Ehre. Ich hab nie gehofft, euch kennenlernen zu dürfen. Die Ehre ist mein, Kerl. Sir hat mir alles erzählt. Im Angesicht eines übermächtigen Gegners hast du Tapferkeit und außerordentliche Weisheit bewiesen. Du hast gut gewählt. Nun, so weit würde ich nicht gehen. Das Imperium hält die Ruinen. Ihr müsst einen anderen Treffpunkt finden. Unerfreulich. Wenigstens verwischte der Sturm eure Spuren. Kommt, ich werde euch hineinbegleiten. Jo, was sind das für welche? Meister Cordova, habt ihr die Sepho gefunden? Nur verblasste Spuren ihres Weges, die tief in die unbekannten Regionen führen. Tut mir leid, das zu hören. Nicht zu ändern. Letztlich inspirierte mich dieser Fehlschlag, andere überlebende Jedi zu suchen. Diese Suche führte mich zurück zu meinem alten Schüler. Wie ist es dir ergangen, Kerl? Das klingt nicht gut. Ein paar Schrammen, aber ich atme noch. Und ich freue mich darüber. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit Neuigkeiten über einen Jedi-Terroristen auf Coruscant gehört. Du warst auf Coruscant? Ey, das ist doch mein Raumschiff. Dementis hat wohl auch schon bessere Tage gesehen. Du solltest die anderen sehen. Diese Basis ist gut versteckt. Nun ja, die Präsenz des Imperiums ist in den letzten Jahren gewachsen.
Sie sind viel zu stark für einen direkten Kampf. Aber wir tun, was wir können. Natürlich ist es entscheidend, dass unsere Arbeit unbemerkt bleibt. Welche Arbeit genau? Du fragst sie ja besser selbst. Bis dahin begrüßen Marin und ich die Neuankömmlinge. Und? Wie war die Wüste? Kalt, stürmisch und zu viele Imperiale. Nicht mein Lieblingswetter. Aber leider wird es mit jedem Tag häufiger. Wo habt ihr den Sturm überstanden? In einer Höhle hinter dem alten Markt. Unser Sparmil-Freund hat uns den Weg gezeigt. Du schließt neue Freundschaften, wo immer du hingehst. Vielleicht ein Überlebensinstinkt. Ich habe imperialen Funk abgefangen. Dein Ruf wächst stetig. Lag Angst in ihren Stimmen? Durchaus, ja. Gut. Wie fühlt ihr euch? Besser. Der Tee, den du mir gebracht hast, war wundervoll. Was ist los mit ihm? Ganz komisch. Meister Cordova und ich warten auf Grease. Sprich mit Seer. Wo ist Seer denn? Was ist das überhaupt? Okay, einfach da hoch. Hier, hier, hier. Nicht richtig? Muss ich irgendwie Hokuspokus sagen oder so? Oh Gott. Wie soll man denn auf sowas kommen? Da hat bestimmt auch der ein oder andere vor der Playsee gehockt und hat sich gedacht, hey, wie komme ich durch diese Tür? Da ist er ja. Versuch's weiter. Bruder Amias bricht nicht einfach so den Kontakt ab. Cal Kestis. Willkommen auf Jeddah. Ich wusste, der Sturm würde dich nicht aufhalten. Ihr baut die Tempelarchive wieder auf. Wir versuchen's. Solange dieses Wissen existiert, wird das Vermächtnis der Jedi überleben. Es ist unglaublich. Aber etwas sagt mir, dass es hier nicht nur um Holobücher geht. Ja. Wir sind Teil eines Netzwerks. Es heißt der versteckte Pfad. Wir bieten den vom Imperium Verfolgten sicheres Geleit und eine neue Identität zu ihrem Schutz. Vom Imperium Verfolgten wie überlebende Jedi? Nur wenige von uns sind übrig. Aber ja, außerdem Machtbegabte und ihre Helfer. Wieso weiß ich davon nichts? Du hast nie gefragt. Außerdem... Sagt man, du willst nach ganz oben auf die Fahndungsliste des Imperiums kommen. Da will ich hin. Ich wollte der Galaxis beweisen, dass das Imperium nicht unverwundbar ist. Dass du dich wehren kannst. Dass du kämpfen musst, damit es besser wird. Aber dann hören sie auf die Propaganda und glauben trotzdem frei zu sein. Tja, du hast einen schweren Weg gewählt. Ja, und ich habe dennoch nichts erreicht. Nun, während das Imperium hinter dir her war, konnten wir dieses Netzwerk aufbauen, Verbündete finden und Leben retten. Als ihr gegangen seid, ich dachte, ihr gabt auf. Ich lag falsch. Cal, du warst noch ein Kind, als sie dich in den Krieg geschickt haben. Es gab mal eine Zeit, ich erinnere mich gut, in der die Jedi mehr waren als nur Waffen. Aber
Wir haben beide unsere Aufgaben in diesem Konflikt. Deswegen bin ich hier. Sia. Ja, ist denn das zu fassen? Hey, Sia. Es mangelt diesem Ort hier wirklich nicht an Charakter. Aber auch ein wenig unheimlich hier. Es ist schön, Sie zu sehen, Grease. Hallo, hallo, HBD. Okay, okay, okay. Und? Wie war's in der Wüste? Der Sturm hat unsere Spuren verwischt. Aber das Imperium hat einen eurer Speeder zerstört. Das ist ein geringer Preis für eine sichere Ankunft. Und wer ist das? Das ist Bodakona. Er ist ein Freund. Schön, euch endlich kennenzulernen. Oh, Achtung! Großer Typ, großer Ärger! Hey! Endlich wieder vereint! Ja. Schön. Was führt euch nach Jeddah? Wir suchen einen verschollenen Planeten. Ternalor, sagt euch das was? Er liegt auf der anderen Seite eines tödlichen Nebels namens Kobo Abyss. Unser Archiv ist längst nicht vollständig, aber Meister Cordova wird sich der Sache annehmen. Mit Vergnügen. Das Problem ist, dass wir nicht die Einzigen sind, die diesen Ort suchen. Ich wusste, dass es zu einfach klang. Sein Name lautet Dagon Gara. Er war ein Jedi. Jetzt führt der Plünderer im Outer Rim an. Es gibt einen alten Tempel dort. Dagon will ihn zurückerobern. Ein Jedi-Tempel außerhalb der Reichweite des Imperiums könnte bedeuten, dass es dort Informationen gibt, die wir nicht im Archiv haben. Ich glaube, ich habe da was. Oh, zu freundlich, BD. Zuerst die schlechten Nachrichten. Oh Mann, der kennt sein Publikum. Ich habe keine Informationen über das Durchqueren des Kobo-Abyss gefunden. Aber ich bin auf zwei Vermerke zu diesem Dagon Gara gestoßen. Er hatte eine Zuflucht auf Kobo. Und die Aufzeichnungen zeigen, dass er regelmäßig ein Labor auf dessen Mond besuchte. Okay, das überprüfen wir. Wenn ihr etwas findet, bringt es mir. Ich freue mich, wenn ich helfen kann. Danke. Euch beiden. Gern geschehen, Kerl. Hoffentlich findest du, wonach du suchst. Möge die Macht mit euch sein. Und mit dir. Ja, wild. Nachforschungen Ternalor. Zerstörter Mond, Kobo. Ich begleite dich zurück zur Mantis. Du kommst also nicht mit uns? Ich kann nicht. Why? Ups, ich wollte was anderes drücken. Mal gucken, was hier noch so gibt. Ich nehme an, ihr habt beide Eusens Lemma studiert? Ja, Schwester. In der Tat, Schwester. Dann könnt ihr mir vielleicht das Paradox im fünften Buch erklären. Eusen erforscht die Antinomie der Erleuchtung. Das ist ein Paradoxon über die Unvermeidbarkeit von Zyklen. Ich höre. Erleuchtung wird als Zyklus berechnet. Aber laut Karma muss man den Zyklus durchleiten, um erleuchtet zu werden. Je mehr wir den Zyklus durchbrechen wollen, desto mehr verkörpern wir ihn. Denn indem wir ihn akzeptieren, werden wir erleuchtet. Und durchbrechen so den Zyklus. Geh doch einfach hoch. Aha! Eine Schriftrolle. Bringen wir sie in Sicherheit. Ich bin zu krass. Das können wir nicht hacken. Können wir nicht hacken. Okay. Ich muss meine Mitte finden. Erstmal die Mitte finden. Wer kennt's nicht? Und weiter. Also hier ist auch noch irgendwas. Jo, was gibt's denn hier alles? Ist das ein Laden? Seid gegrüßt, Jedi-Ritter. Mein Name ist Schwester Task. Ich bin Kerl. Die Nachricht eurer Ankunft hat sich rasch verbreitet, O Edler. Meisterin Janda schätzt euch sehr. O Edler. Sie und ich haben gemeinsam viel durchgemacht. Jeddah ist voll mit verschollenen Artefakten eures Ordens, zusammen mit anderen Traditionen. Solltet ihr auf Schriftrollen oder andere interessante Objekte stoßen, würde ich gerne einige von mir ausgegrabene Schätze dafür eintauschen. Ich sag euch Bescheid, wenn ich etwas finde. Wir stehen in eurer Schuld, O Edler.
Rebellenlackierungen. Verlockend, nicht wahr? Sieht gut aus. Danke. Das Wissen, das ihr gerettet habt, ist unbezahlbar. Das nehme ich. Das hat nur auf euch gewartet. Das nehme ich. Die Ausrüstung könnte eine Aktualisierung vertragen. Lichtschwert. So. Materialien. Geil. Guck mal, Rips Playfarben haben wir jetzt. Akzent. Ne, da hätte ich gerne irgendwas mit Schwarz. Griff. Das sollte reichen. Aber dann brauche ich jetzt auch einen. Dann brauche ich jetzt auch ein blaues. Indigo? Oder blau? Ich nehme mal blau. Einfacher als beim ersten Versuch. Und meine Klamotten? Müssen jetzt auch ein bisschen blauer sein. Die Jacke kann ich farblich nicht anpassen. Hemd. Die Hose sieht schon cool aus. Ha! Perfekt! Da wir kein rotes Laserschwert nehmen können, müssen wir halt ein blaues nehmen. Was ist hier? Wo bin ich jetzt gelandet? Der Weg ist versiegelt, Fremdling. Okay, beruhig dich. Wüstenpassagen. Alte Aratex Speederbikes. Während der Klonkriege habe ich viele davon gesehen. Ich bin aber nie eins gefahren. Kann man hier nicht eine Rennstrecke fahren? Sieht so aus, als könnte man irgendwie fahren. Aber gut, kann man wohl nicht. Bericht, Schwester. Wir haben auf dem Kamm zwei weitere Patrouillen geortet. Wo sind sie hin? Zurück nach Süden. Sie haben eines unserer Lager nur knapp verfehlt. Der Sandsturm spielt uns in die Karten. Er hat vermutlich alle Spuren verwischt. Behaltet den Horizont im Auge. Kontaktiert mich, wenn sie zurückkommen. Warum kann ich hier nicht durch? Verschlossen. Da ist auch verschlossen und oben ist auch verschlossen, hä? Ja, okay. Anscheinend gibt es hier nichts, was ich tun kann. Oder finden kann. Na, hier ist zu. Warum ist es zu? Es tut mir leid, Jedi. Das Tor... Warte eine Sekunde. Ah. Aber was ist da oben? Ich laufe hier wieder an irgendwelche Stellen, an irgendwelchen Stellen rum, wo ich eigentlich gar nicht hin soll. Ach so. Das eine Ding war einfach schon da dran. Ich schätze nicht, dass ich hier runterspringen kann, oder? Aber untersuchen. Sieh dir das mal an. Da laufen noch ein paar Imperiale rum. Und da hinten ist aber auch noch ein
Wahrscheinlich werde ich da mit dem Speeder irgendwann durchfahren müssen. Wo laufen die hin? Weil da unten liegt auch was. Aber hier komme ich ja nicht runter. Es ist einfach nur ein Hinweis, dass ich hier irgendwann runterkommen werde, oder? Verstehe ich nicht. Naja, lass uns da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Und gehen zum... Wie heißt es? Zur Mantis. Was ist das für ein Zeichen? Das Archiv. Ach, egal. Komm. Komm. So. Hier haben wir meditiert. Hier ist noch eine Tür. Der Mut welkt angesichts anderer Leute Macht. Besagt das erste Traktat nicht, dass die Lebenskraft blüht? Scharfsinnig. Sie sind absolut inkompatibel. Wir suchen eine universelle Wahrheit, Bruder. Wenn auf einer Tafel blühen und auf der anderen... Ich denke, Schwester Task würde gerne mal einen Blick darauf werfen. Schade. So. Verborgener Hangar, da sind wir. Wie er jetzt geht auf einmal. Hey, Kerl, warte. Den hier habe ich schon, seit ich selbstständig bin. Er hat mir aus üblen Situationen geholfen und vielleicht schafft er das auch für dich. Ein Revolver. Du bist Maron, richtig? Ich kann dir auch einen besorgen, wenn du willst. Also, wenn also ein Blaster quasi. Nicht nötig, Boat. Verstehe, du hast alles klar. Blaster hat mein Meister stets missbilligt. Hast du nicht gesagt, dass einen nicht die Waffe zum Jedi macht? Wir allein gegen die Galaxis, Kerl. Gegen das Imperium müssen wir einfach jeden Vorteil nutzen. Danke, Bord. Also damit hätte ich nie gerechnet, dass man in einem Star Wars Game mal eine Pistole bekommt. Also dann. Also abgesehen zeig von uns, was du drauf hast. Battlefront oder so. Blasterkampfstil. Kel kann jetzt im Kampf den Blasterkampfstil einsetzen. Der Blasterkampfstil gewährt Fernangriffe und verbesserte Blasterbolzen. Ein echter Sturmtruppler steht nicht still. Irgendwo muss man anfangen. Gut so. Nicht schlecht, Jedi. Wie lange hast du für Seer gearbeitet? Ich arbeite nicht für Seer. Natürlich. Mein Thema. Ganz ruhig. Konzentrier dich und drück den Abzug. Er heizt den Dummy ordentlich ein. Kerl mag keine Sturmtruppler. Wer mag die schon? Ja, okay, wild. Jetzt kannst du es, Kerl. Ich will eigentlich die zwei Schwerter, finde ich eigentlich ganz geil, aber Stärke, Geschwindigkeit. Ich habe halt hier noch nichts geskillt. Probieren wir es mal. Laserschwert und Pistole, das habe ich ja noch nie erlebt. Okay, was muss ich machen? Aufs Schiff. Und jetzt müssen wir zu diesem Mond fliegen, ne? Lass uns da rausgehen. Hauptziel: Nachforschung Tenalore, Kobo-Steinnadeln. Und das ist dieser Mond. Aber hier gibt es auch noch was, oder was?
Ich muss auf beides. Dann gehen wir erstmal da, wo wir schon waren. Kurs auf Kobo. Da kenne ich mich schon aus und den Rest heben wir uns noch auf. Hast du sie nicht Spinner genannt? Das war, bevor sie mir gesagt hat, dass sie Flüchtlinge vor dem Imperium verstecken. Ach, echt? Ja, zusammen mit einer Gruppe namens Versteckter Pfad. Streng geheim, muss also in der Familie bleiben. Verstanden. Anscheinend hast du eine gute Crew, hattest. Du weißt, was ich meine. Cordova denkt, wir finden raus, wie wir durch den Abyss kommen, indem wir Daggans alte Schlupfwinkel finden? Das stimmt. Bist du jemals dort gewesen? Einmal. Früher war es eine Ansiedlung. Jetzt ist es nur eine Ansammlung einstürzender Felsnadeln und gruseliger Ruinen. Eigentlich total bescheuert, wenn die jetzt gegen einen Stein fliegen würden. Wir landen gleich. Einfach gegen einen Stein, gegen einen kleinen Stein, der würde da sowas von durchschlagen. Der wäre wieder wie eine Kanonenkugel einmal quer durch. Und dann würde die ganze Luft rausgehen aus dem Raumschiff. Da muss ja nur so ein kleiner Kieselstein irgendwo sein. Der würde ja so krass da durchfeuern. Die bräuchten vorne dran eine richtig fette Stahlwand. Dass wenn die irgendwo gegenfliegen, dass da nichts passiert. Ah, hier sind wir wieder, okay. Laut Meister Cordovas Nachforschungen gibt es im Osten des Tals eine verlassene Siedlung. Sehen wir sie uns mal an. Im Osten des Tals, also Osten ist rechts. Da müssen wir hin. Dann lass uns doch erstmal in die Richtung, warte mal. Da fliegt dieser Vogel noch. Apropos Vogel. Ne, warte mal, ich habe doch diese Brücke irgendwo runtergelassen. Ist das da, wo die Brücke runtergelassen wurde? Ne, die habe ich da hinten runtergelassen. Moment. Ich muss zu dieser Brücke. Da. Kobo. Okay. Ich finde es angenehm, dass man unendlich lang sprinten kann. Was ist denn da für eine Tür? War das das? Okay, hier war ich schon. Das ist das, wo dieser komische Tempel war. Die Musik ist schön. Ja, fände ich auch. Ich war letztens auf einem Game of Thrones Konzert, also Orchesterkonzert. Das war richtig cool. Verteidige mich. Krass. Echo wahrnehmen. Die Ladung ist platziert. Zurück! Wie bitte? Nichts? Hast du nicht gesagt, das ist gutes Thermit? Hier ist ein Safe. Okay, ich dachte, weil... Es ist da oben so ein Viereck. I don't get it. Da ist ein Viereck. Okay. Ah, nice. Ich war Deluxe auf einem Hans Zimmer Orchesterkonzert. Oh, das ist auch geil. Da würde ich auch gerne mal hingehen. Hans Zimmer macht auch mega geile Musik. Was ist das? Was macht man damit? Okay, das ist ein Gebiet, in dem ich hier noch nicht war. Dieses Terminal wird warten müssen. Da
brauche ich bestimmt irgendeine Fertigkeit für. Warte mal, da oben links war ich... Nee, warte mal, da war ich aber noch auch noch nicht. Hier oben. Hey, das ist... Warum ist das auf einmal alles so riesig hier? Warum prügeln die sich hier alle? Was ist das? Hier komme ich auch noch nicht durch. Also diese grünen Terminals kann ich immer noch nicht wegbekommen. Hä? Warst du das? Warte, was? Nein! Ich weiß nicht, was ich dagegen mache, gegen diese grünen Wände. Zurück. Ach du Scheiße. Kann ich das jetzt hacken? Ach so, dann bekomme ich so ein... Kann ich das für irgendwas gebrauchen? Hier bekomme ich diese Minen. Und ich brauchte die für in irgendeiner Höhle, brauchte ich die Dinger. Hallo. Boah, hier geht's ja richtig krass noch irgendwo hin. Ja komm, das machen wir jetzt nicht alles. Wir gehen einfach mal zur Hauptmission. Wer weiß, was hier alles noch gibt und ob man hier überhaupt noch mal hin muss. Ach, Moment. Ja. Ich will einfach nur den Busch abschneiden. Wir sollten diese Samen zum Garten bringen. Die Höhle könnte ich aber noch machen hier. Den anderen Kampfstil. Ich weiß auch noch gar nicht, was ich da skillen kann mit der Pistole. Ja, so ähnlich, genau. Das ist ja schon an Tiere angelehnt. Das war's jetzt hier, oder was? Nee, da ist eine... Ah. So, hier kann ich lang. Aber da geht's auch zur anderen Seite. Aber nichts. Die Höhle? Nee. Ist wahrscheinlich da und dann von der Seite darüber klettern. Hier ist das blaue. Echo wahrnehmen. Das ist alles ein großes Missverständnis. Wirklich, ihr müsst mich gehen lassen. Ach ja, warum sollten wir das tun? Ich kann euch nützlich sein. Ja, genau. Was immer ihr wollt. Nein. Ich bin euer Frosch. Wir werden sehen. Der Boss sucht irgendwas. Finde es oder wir finden dich. Diese Höhlengeräusche erinnern mich kurz an The Descent. Habe ich schon mal gehört. Was war das nochmal? War das ein Game? So. Ah, jetzt geht's. Okay. Ich bin eben einfach zu voreilig gewesen und hab schon X gedrückt. Oh, wir sind schon über der Zeit, Leute. Wir sind schon bei einer Stunde. Lass mich das hier. Wer ist das? Du hast ein ganz schönes Arsenal. Arsenal? Was? Warum du das Verlangen von Gara? Dass dich nichts angeht. Ich bin nicht hier, um Ärger zu machen. Was hast du mit dem ganzen Zeug vor?
Ich gebe Ravis als Geschenk. Großer Tribut, ja. Tribut? Klaustrophobischer Horrorfilm in einer Höhle mit gruseligen Viechern. Raiders anschließen, ja. Schluss mit Prospektiv. Sagt mir das was. Niemand mehr sagen schwach zu Gala. Viel Ruhm und Blut mit Ravis. Die Raiders sind gefährlich und treffen keine Abmachungen. Gefahr, hä? Gara fressen Gefahr. Mhm. Gara leben für Reiz von Töten. Aber du, kein Killer wie Gara. Du willst nicht zu den Raiders gehören. Gara will nicht zu Raiders gehören. Die Raiders sind nicht verlässlich. Es ist zu gefährlich, mit ihnen zu verhandeln. Ja. Raiders ist nicht zu trauen. Zu gefährlich für Gara. Nein, nein. Angebot gilt nicht mehr. Zu riskant. Schmuggelgut, hier. Du nehmen. Gara nicht wollen. In Ordnung. Wild. Der war ja leicht zu überreden. Bergsteiger. Eigentlich noch mehr rot. Das ist das hier, ne? Bergsteiger. Dann könnte ich ja da schon fast eine blaue Hose nehmen jetzt. Eine blaue Hose. So. Ja, mega cool. Blau und rot. Passt. Cool. Gefällt mir. So. Ich gehe jetzt nochmal in Richtung, wo ich hin muss. Also schon ein sehr offenes Gebiet hier. Eigentlich mag ich das ja nicht, ne? So Open-World-Games. Aber ich kaufe sie mir immer wieder, weil die geil... Also es gibt ja viele geile Open-World-Games. Aber eigentlich mag ich es nicht. Aber die nächsten 3 oder 4 Spiele oder so, die ich spielen werde, sind alles Open-World-Games. Also wo gehe ich denn jetzt lang? Hier geht's rechts lang, geradeaus lang, links lang. Für Töne. Hallo. Hallo. Auch wegen der Geräuschkulisse hier? Ja. Nein, wir sind auf der Durchreise. Du sammelst Geräusche? Genau, Mann. Didi ist begeistert von den Rufen dieser Gleiter. Klingt großartig. Weißt du, Pylon Saloon unten im Außenposten braucht dringend etwas Live-Entertainment. Vielleicht keine schlechte Idee. Didi schwört, dass ihn eine der Bestien schon schief angeschaut hat. Okay, einverstanden. Wir sehen uns im Außenposten. Man sieht sich. Ach cool, jetzt haben wir jemanden für den Außenposten gefunden. Ich glaube, da ist irgendwas Böses drin. Es ist okay. Leider habe ich kein Leckerli für dich. Und jetzt? Ist da irgendein Tier drin? Welche Spiele spielst du denn dann? Witcher 3 will ich noch spielen. Horizon 2. Also Horizon Zero Dawn. Nee, wie heißt es? Horizon Forbidden West. Warte mal. Oh Mann. Modrige Tiefen. Zelda, beide Teile, also Breath of the Wild und den zweiten Teil davon, der jetzt neu rauskam. Boah, ist das. Ich hab gar keine Frames mehr gerade. Wo muss das hin? Alle im Stream? Ja, die werde ich alle im Stream durchspielen. Wie kriege ich das wieder weg? Ja. Vielleicht muss hier irgendwas hinrollen, wo ich es dann festmachen kann. Was ist denn das hier? Ah, nichts. Fällt mir bestimmt noch irgendwas ein.
Autsch. Ich hab den einfach in zwei Hälften geschossen gerade. Ich brauche Hilfe. What? Sie kann das bestimmt für uns entschlüsseln. Du kennst dich auf Cowboy aus, oder? Jetzt! Ich verstehe es nicht. Ich kann mit dem hier nicht raus. Ich kann mit dem hier hoch. Ich muss mit dem... Also, um hier rauszukommen... Kann ich das dem Tier geben? Warte mal. Das macht ja aber auch keinen Sinn. Ich komme mit dem Tier hier nicht hoch. Horizon Forbidden West wird interessant. Habe beim ersten Teil komplett zugesehen. Beim anderen Streamer. Ja, ich habe den zweiten Teil auch schon angefangen. Und habe ihn eigentlich auch schon ein paar Stunden gespielt. Bestimmt schon 10, 20 Stunden. Aber ich werde den nochmal neu anfangen. Aufsteigen. Ich raff's nicht. Wo mache ich das fest? Gruselige Höhle. Kann ich ihn jetzt zu mir rufen? Ah! Brava, Neko. Aber jetzt komme ich hier. Alles klar. Kann ich noch irgendwo hochklettern? Wie wär's denn damit? Ja, geil, wie er pfeift. Und los, BD. Moment. Das muss besser gehen. Das muss der Weg nach draußen sein. Ja, das ist auch der Weg nach draußen. Haha. Das ist dagegen springt doch. Okay, ich muss mal. Moment. So, so, so. Zack. Ey! Oh Mann, hinten in der Ecke kann er sich nicht festhalten. Okay, hier kann ich klettern. Oh, mit dem Blaster schon ganz angenehm. Untersuchen. Eine Scheune. Was die Prospektoren wohl da drin aufbewahren. Jetzt wird gekämpft. Also mit dem Blaster, den kann ich mich gewöhnen. Jetzt wird gekämpft. Aus der Kiste. Das ist aber nicht die Scheune, wo ich hin muss. War diese Galaxis noch nie gerecht. Alle Jedi müssen... Das heilt wieder!
Geblockt. Öffne das Feuer. Ich hätte gern Frames. Stimmt, können Sie nicht retten. Es wird Zeit, das hier zu beenden. Eins wurde von Ihnen zerlegt. Halte dagegen. Alter. Das habe ich schon. Den habe ich. Stim, Stim. Du solltest zielen lernen. Das war heftig. Jemand hat abgesperrt. Vielleicht finden wir einen anderen Zugang. Also mein Problem ist, dass die Frames richtig krass runtergehen. Vielleicht finde ich einen anderen Zugang. Irgendwie zum Hochklettern. Ah, warte mal, was ist denn? Kann ich mich da drunter stellen? Nee, okay, ich dachte, ich könnte mich am Gitter festhalten. Vielleicht finde ich einen anderen Zugang. Jetzt habe ich da eine... Da oben ist ein... Leiten wir! Ah, Moment. Ah, ich hab den Weg. Ich weiß ihn. Spring! Ha! Ich bin drin. Da haben wir ein Echo. Oh, das sind Eier. Was sind das für Eier? Ist es so besser? Brava, Neko. Bleib einfach hier, ja? Und sei still. Ich bin sicher, es gibt keinen Grund zur Sorge. Wo kann ich das jetzt festmachen? Dann hier hoch. Na los! Nee. Warum kann ich den hier reinrufen? War hier einfach nur dieses Echo drin? Das kann doch nicht sein. Wie kann ich denn zoomen? Guck, da oben rechts ist irgendwas. Und was ist das? Inaktive Abkürzung. Also hier kam ich ja rein. Inaktive Abkürzung. Da oben ist aber was drauf. Da komme ich aber nicht hin. Ja. Komme ich nicht hoch. Ah! Ich bin irgendwie hochgekommen.
glaube, ich habe mich hochgebackt. Und jetzt stehe ich vor so einem Ding. Hä? Inaktive Abkürzung. Jetzt habe ich irgendwas markiert. Jetzt kann ich das hier dran machen. Hätte ich auch irgendwie anders hier hochkommen können? Das ist ganz komisch irgendwie. Also irgendwie verwirrt mich das. Es kommt mir so vor, als wäre hier viel zu wenig. Ich will den Pin entfernen, so. Abkürzung. I don't get it. Dann ist da halt eine Abkürzung, und was soll's? Ich brauche hier keine Abkürzung. Also ein bisschen verwirrend. Okay. Ich würde gerne mal zu einem Speicherplatz kommen irgendwo. Wo ist denn hier der nächste Speicherplatz? Hier geht's noch rechts rein. Da geht's nach oben, da ist noch eine Kiste. Ruhig, Neko. Ruhig, Neko. Komm ich da nicht hoch? Manchmal weiß man auch nicht, ob man richtig springt oder ob man einfach nicht hochkommt. Los! Und los geht's, Kumpel. Also. Also 100 Mal versucht und beim irgendwann klappt's. Ich glaube, da gibt's bestimmt einige Spieler, die sich denken, ja, okay, das geht nicht. Amen. Was meinst du, BD? Sollten wir die zurück zum Garten bringen? Die sollten wir zurück zum Garten bringen. Hier ist noch ein Flugsaurier. Wandererhose, zeig mir die mal. Auch nicht schlecht. Oh, da fliegt dieses Riesenvieh. Also von hier kann man fliegen. Theoretisch da oben drauf. Aber passt schon. Ich will es nicht. Ich will es nicht hier alles suchen. Jetzt einfach hier runter. Okay, da kann man nicht runterspringen. Dass man nicht einfach Fallschaden bekommt. Ah, hier war ich schon mal. Hier wusste ich schon mal nicht, was ich machen soll. Ah, da hinten ist ein Platz zum Rasten. Zeit für einen Ausritt. Da gehen wir noch hin. Also die Folge habe ich echt krass überzogen, 1,5 Stunden. Aber egal. Ich will das Game ja noch durchspielen, von daher. Okay, keine Munition mehr. Ja! War hier nicht so ein Seil, was runterhing? Ja. Also hier bin ich jetzt. Muss da links hin.
Okay. Gut, da hätten wir uns auch hinteleportieren können. Wir sind ja krank drauf. Gut, meditieren. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, liebe Leute. Wir sehen uns dann morgen beim Stream wieder. Ah, warte mal, ich schau mal gerade noch. Da müsste ich ja eine neue Lichtschwert-Blaster. Blaster-Abklingzeit. Halte Viereck, um diese Distanz zu deinem Gegner mit einem gesprungenen Vorstoß zu überwinden. Da muss ich jetzt mal schauen, wie das so aussieht. Ja, sehr cool. Das finde ich geil. Damit kommt man schnell voran. Gut. Unentdeckt. Gerüchte. Unentdeckt. Inventar. Taktischer Leitfaden. Datenbank. Boni. Schub. Lol, das wusste ich gar nicht. Das kenne ich hier. Halte L1. Spaltender Schlag. Achso, nee, warte, ich muss ja hier. Blasterschuss, Spezialschuss, fliegender Ausfall. Eigentlich schon ganz geil, die Kampfstile. Ich fände es halt cool, wenn man nicht sich zwei aussuchen müsste, sondern wenn man alle vier hat, aber halt für bestimmte Gegner manche braucht. Das fände ich halt cool. Zum Beispiel gegen Druiden ist das der eine Kampfstil gut, gegen große Monster ist der andere Kampfstil gut, gegen viele kleine Gegner ist der Kampfstil gut, dass man die halt irgendwie bräuchte. Aber naja, so, lass uns nicht hier lang schnacken. Lass uns in den Ruhemodus schalten. So, dann bis zum nächsten Mal.